Was geht? Corey hier. Und heute ein ganz kurzes Video. Und das passt auch gut zu dem Video von letzter Woche. Und zwar Gottes Maßstab versus der Maßstab dieser Welt. Ich bin heute wieder auf einen Bibelvers gestoßen, der in Johannes 15, Vers 13 steht. Und da beschreibt es einfach, wie man ein guter Freund sein kann. Und da heißt es, niemand liebt mehr als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und Jesus hat das damals zu seinen Jüngern gesagt, als er sich geopfert hat. Ich finde das so wichtig, dass wir versuchen, diesen Standard zu erreichen. Eine gute Freundschaft hier in dieser Welt hört an einem gewissen Punkt auf. Und zwar an dem Punkt, an dem es uns selber schadet. Aber die Freundschaft bei Gott geht noch weiter. Geht an dem Punkt, an dem wir unser Leben sogar opfern für eine andere Person. Klar geht es nicht darum, dass wir jeden Tag irgendwie jemanden das Leben retten oder unser Leben dafür opfern, damit jemand anderes gerettet wird. Nein, wir können es auch ganz praktisch, ganz einfach umsetzen. Und zwar, indem wir unsere Zeit, indem wir unsere Ressourcen, indem wir unser Geld, indem wir einfach alles tun für unsere Freunde. Es muss nicht immer unser Leben sein, das geopfert wird, sondern unsere Zeit zum Beispiel. Wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand gerade deine Hilfe braucht, dann opfer deine Zeit. Und dieses Opfern ist vielleicht ein negatives Wort, aber nutze deine Zeit, um für diese Person da zu sein. Ich habe heute einen Kumpel angeschrieben und ihm einfach gesagt, wie wichtig er ist für mich und ihm diesen Bibelvers weitergegeben. Und ihm gesagt, dass ich meine Zeit, mein Geld und sonst was, was ich habe, für ihn nutzen würde. Wenn er es in Anspruch nehmen möchte, wenn er Hilfe braucht, wenn er Zeit einfach braucht, mit jemandem zu reden, ich bin da für ihn. Ich ermutige euch heute auch, genau diesen selben Schritt zu machen. Schreibt einer Person, schreibt einen Freund, den ihr vielleicht länger nicht mehr geschrieben habt und sagt ihm, wie wichtig er euch ist. Das sollte tagtäglich unser Standard sein, das sollte unser Maßstab sein, wie wir Freunde lieben. Versucht heute für einen Freund da zu sein, der euch nicht unbedingt das Beste will, der vielleicht nicht, dir mal eine Pizza ausgibt, sondern versucht einfach an dieser Person ranzubleiben, gerade wenn das nicht Christen sind. An dieser Person nah dran zu bleiben und sie zu integrieren, damit sie Jesus kennenlernen. Weil wie schön wäre es, wenn dein Freund, der Jesus noch nicht kennt, dass er Jesus erkennt. Und das ist dieser Bibelvers ist heute einfach nochmal so klar geworden, dass ich ein Video darüber machen wollte. Also, falls ihr diesen Freund habt, schreibt ihn an, ruft ihn an, falls das noch jemand macht. Ich nicht, aber ich habe Kumpels, die machen das. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr habt eine ermutigte weitere Woche. Und wir sehen uns nächste Woche. Das war's auch wieder. Ganz kurzes Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls es nicht aufgefallen ist, ich habe meinen Namen geändert. Einfach Christ heiße ich jetzt. Das Ding ist, ich wollte nicht, dass mein Name im Mittelpunkt steht. Eigentlich sollte Jesus' Name im Mittelpunkt stehen. Aber mit diesem Channel möchte ich so viele Menschen erreichen. Da möchte ich nicht im Mittelpunkt stehen, auch wenn ich die Person bin, die immer im Mittelpunkt steht. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert seid. Die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Ich freue mich über jeden Kommentar. Habt ihr Fragen zu dem Thema? Dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Corey hier, ihr da, alles klar. Yeah.